Nochmal zu meinem Glühwein-Schinken. Und da wollte ich nochmal einen schönen Anschnitt machen. So, also schaut es euch an. Das sieht so hammer aus. Das ist der Glühwein-Schinken. Und jetzt kommen wir nochmal zum Bierschinken. Da schneiden wir auch nochmal ein Stück raus. So, also so sieht der aus. Und dann kommen wir jetzt nochmal zum Rotweinschinken. Ich habe ja noch einen Rotweinschinken gemacht. Da schneiden wir auch noch ein Stück ab. Also so sieht der aus. Ja. Hammer lecker. Ganz klasse alles geworden. Einmal Glühweinschinken, einmal Bierschinken und einmal Rotweinschinken.